Hi Leute und willkommen zu einem neuen Inglife-Wort des Tages. Heute geht es um das Wort Sheet und das Wort Page und wo überhaupt der Unterschied besteht. Wir haben in einem Buch a sheet of paper and a page. Der Unterschied ist, eine Page ist eine Seite im Sinne von eine Seite im Buch. A sheet of paper ist eine Seite im Sinne von so eine Seite quasi, ein Blatt Papier, wenn ihr es übersetzen wollt. Und da müsst ihr aufpassen, nicht sagen, can you whip out this page, sondern sagen, can you whip out this sheet. Das ist der Unterschied. Whip out ist rausreißen. Solltet ihr sowieso nicht machen, vor allem bei einem tollen Buch wie Fortunately the Milk von Neil Gaiman. Gut, auf jeden Fall der Unterschied. Page 35 und a sheet of paper ist so die Seite. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und wo der Unterschied zwischen Page und Sheet im Englischen ist. Und wenn ihr etwas gelernt habt, liken, teilen, abonnieren und so weiter riegen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Inglife Wort des Tages täglich bei Inglife. Bis dahin. Tschüss.